Hi, hier ist Norman. Welche Ernährungsweise ist optimal für einen menschlichen Körper? Fertigprodukte gehören definitiv in keine Ernährung, denn es gibt keine Anpassung an Schadstoffe. Auch gehört Kochkost nicht in unsere Ernährung, denn der Körper reagiert immer mit einer Ausschüttung an weißen Blutkörperchen, wenn wir Kochkost verzehren. Also das ist unser Immunsystem, was sofort reagiert. Das ist dieselbe Reaktion, wie wenn wir Gift in uns hineinstopfen. Der Körper will es schnell wieder loswerden und neutralisieren. Alle Lebewesen essen also Rohkost. Nun bleibt noch die Frage offen, ob auch rohe Tierprodukte für uns geeignet sind. Dazu möchte ich mal die Anatomie von Fleischfressern und uns vergleichen. Fleischfresser haben ganz andere Zähne. Sie haben zum Beispiel sehr scharfe und spitze Zähne zum Reißen. Wir haben eher stumpfe Zähne zum Mahlen. In dem Zusammenhang haben wir auch einen ganz anderen Kiefer. Zum Beispiel ein Fleischfresser kann eher nur auf und zu machen, während wir auch seitlich unseren Kiefer bewegen können zum Mahlen. Und auch unsere Speichelzusammensetzung ist ganz anders. Zum Beispiel der Speichel von Fleischfressern ist sauer, gerade für die Eiweißverdauung von Fleisch. Unser Speichel ist basisch, beziehungsweise bei einem gesunden Menschen sollte er basisch sein. Und wir haben auch das Enzym Amylase für die Kohlenhydratverdauung. Also letzten Endes alle Pflanzen sind Kohlenhydrate. Dann geht die Nahrung weiter und kommt in den Magen. Und auch die Magensäure ist bei Fleischfressern viel stärker, muss sie auch sein, für die ganzen Knochen, Fell und Fleisch, was sie verzehren. Wir haben eine eher schwache Magensäure vergleichsweise. Und Fleischfresser haben auch eher einen kurzen, glatten Darm. Warum? Wenn Fleisch zu lange im Darm liegt, dann fängt es an zu faulen. Und das ist auch schädlich für Fleischfresser. Deshalb haben sie einen kurzen, glatten Darm, damit das Fleisch nicht zu lange in ihrem Verdauungssystem herumliegt und fault. Wir haben einen viel zu langen Darm für Fleisch und auch sehr viele Ausstülpungen für eine größere Oberfläche. Wenn wir Fleisch konsumieren, dann bleibt es so lange im Darm liegen, dass es immer faulen muss. Und da entstehen dann vor allen Dingen auch sehr viel schädliche Harnsäure. Fleischfresser können diese gefährliche Harnsäure viel besser eliminieren, denn sie haben das Enzym Urikase, also das katalysiert quasi den Abbau von Harnsäure. Wir haben das nicht. Auch haben Fleischfresser eher einen sauren Urin, wir haben eher einen basischen Urin, außer beim Aufstehen. Oder auch eine andere Zunge haben Fleischfresser, sie haben eher eine raue Zunge. Gerade zum Abschaben von Fleischfasern, von Knochen. Und wir haben eher eine glatte Zunge. Und auch unsere Gliedmaßen sind offenbar nicht dafür geeignet. Wir haben keine Krallen oder Pranken, um etwas zu reißen, sondern wir haben halt Hände. Auch ein sehr entscheidender Punkt ist, dass wir zum Beispiel gar kein Vitamin C selber herstellen können. Fleischfresser können das. Wir können das nicht. Warum? Weil in Pflanzen so viel Vitamin C enthalten ist, dass wir, wenn wir es nicht gerade zu Tode kochen, genug Vitamin C aufnehmen. Zum Beispiel Katzen können Vitamin C herstellen, aber sie können zum Beispiel nicht Vitamin A herstellen. Wie wir stellen zum Beispiel Vitamin A aus Beta-Carotin her. Also wie jetzt zum Beispiel die typischen orangenen Lebensmittel wie Karotten, Süßkartoffeln oder auch grünblättriges Gemüse enthält genug Beta-Carotin. Und das wird dann bei Bedarf in Vitamin A umgewandelt. Aber Katzen können das nicht, weil Vitamin A in Fleisch vorhanden ist. Nur rohe Innereien und rohes Blut enthält überhaupt Nährstoffe zum Überleben,
als Notnahrungsmittel, aber nicht zum Aufblühen oder zum Gesundbleiben. Aber im Supermarkt gibt es sowieso nur nährwertloses Muskelfleisch, was vollgepackt ist mit Fäulnisbakterien, Parasiten, Antibiotika und anderen künstlichen Stoffen, die uns krank machen. Und wenn wir das Fleisch erhitzen, entstehen noch mehr Stoffe, die Krebs verursachen. Auch Kuhmilch gehört nicht in uns. Sie ist für ein Kalb gedacht und hat auch eine ganz andere Zusammensetzung an Hormonen zum Beispiel und verursacht immer Allergien. Für ein Baby, was noch keine Nüsse oder Getreide verdauen kann, ist die menschliche Muttermilch optimal. Auch diese Säuglingsmilchnahrung, die künstliche hergestellt wird, ist nicht für ein Baby gedacht und macht immer krank. Für Mütter, die nicht mehr stillen können, wäre eine bessere Alternative noch frische, rohe Ziegenmilch, weil sie der menschlichen Muttermilch ähnelt. Aber für Erwachsene ist Milch sowieso ungeeignet. Also der Verzicht von Fleisch, Eiern, also Eier sind letzten Endes flüssiges Fleisch, oder Tiermilch und Milchprodukten fördert extrem die Gesundheit. Allerdings gibt es in der Natur auch keine reinen Pflanzenfresser. Denn zum Beispiel auf Wildkräutern krabbeln auch mal kleine Käfer herum, die ich sicherlich auch als Rohköster mal versehentlich mitverzehre. Oder auf meinen Algen habe ich auch schon oft kleine Schnecken entdeckt, die ich auch mitgegessen habe, unbewusst. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, gerade in Bezug auf Vitamin B12. Auch mal ungewaschene Wildkräuter, also abseits von Hundewegen und Straßen, zu verzehren. Auch Algen sollten wir in unsere Ernährung integrieren. Aber generell halte ich auch nichts von Tierquälerei. Nur bei Parasiten oder nervigen Fliegen oder hier Mücken im Sumpfgebiet hält sich meine Tierliebe in Grenzen. Ich habe normalerweise keine Probleme mit Fliegen. Nur wenn Obst offen herumsteht, bekomme ich auch Fliegen in meinen Keimgefäßen. Ich versuche sie dann mit meiner elektrischen Fliegenklatsche etwas zu reduzieren. Auch ist sie sehr gut geeignet gegen nervige Mücken. Spinnen fange ich lieber lebendig. Gerade mit diesen Spinnenfänger kann ich auch sehr große Spinnen fangen, ohne sie zu verletzen oder gar zu töten. Und Spinnen sind ja auch sehr nützlich, gerade gegen nervige Mücken oder Fliegen. Parasiten leben auf Kosten ihres Wirtes und bringen ihn nicht selten um. Auch Fleischfresser sind in gewisser Hinsicht Parasiten. Also wenn wir Parasiten in uns haben, dann sollten wir sie definitiv vergiften, um sie loszuwerden. Und das gelingt am besten mit bestimmten Heilkräutern. Aber auch Pillen der Pharmalobby sind zum Vergiften gar nicht so schlecht. Aber meistens sind die Heilkräuter viel besser. Wie zum Beispiel der einjährige Beifuß wirkt viel effektiver als das darauf beruhende Medikament. Weil die Pharmaindustrie isoliert ja nur den Wirkstoff und ignoriert dann alle Synergien mit anderen Nährstoffen und kippt dann noch schädliche Zusatzstoffe dazu, die wieder sehr viele Nebenwirkungen verursachen. Auch ein gesunder Darm bietet gar nicht erst den Nährboden für Parasiten, wie zum Beispiel auch Candida-Pilze. Also Candida-Pilze lieben Zucker und gedeihen davon, wie auch Parasiten. Oder diese Candida-Pilze gedeihen halt auch durch ein schwaches Immunsystem in einer sauerstoffarmen Umgebung, durch Zucker. Ja, was enthält alles Zucker? Also auch die ganzen Süßigkeiten, Backwaren oder erwärmte, stärkehaltige Lebensmittel. Auch Agavendicksaft ist purer Zucker oder auch Honig oder Apfeldicksaft, Kokosblütenzucker und so weiter. Auch zu viel Zucker können wir durch zu viele süße Früchte, gerade auch Trockenfrüchte und Bananen, aufnehmen und füttern damit dann schädliche Mikroben, wie auch Candida. Am besten wäre es, wenn wir sehr viel Sport treiben, tief einatmen und chlorophyllreiche Säfte trinken. Warum? Weil das
erhöht den Sauerstoffgehalt in unserem Blut. Und Pilze mögen Sauerstoff nicht sonderlich. Auch die Sonne ist sehr gut für unser Immunsystem. Also Pilze mögen Sauerstoff und Sonne nicht sonderlich. Also am besten wir treiben Sport im Freien für den Aufbau von unserem Immunsystem und damit wir auch gar nicht erst einen Nährboden schaffen für schädliche Mikroben oder Parasiten. Und natürlich sollten wir auch auf zu viel Zucker verzichten. Auch verzichten sollten wir halt auch auf Honig. Es ist ja auch wieder ein Tierprodukt. Aber auch da müssen die Bienen ja nicht unbedingt gequält werden. Zum Beispiel Honig ist fast nur Zuckerwasser. Und das empfehle ich definitiv nie zu essen. Aber zum Beispiel Blütenpollen, die von Bienen gesammelt werden, enthalten sehr viele Aminosäuren, die wiederum den Blutzucker regulieren. Also Blütenpollen sind ein sehr gesundes Lebensmittel. Und meiner Meinung nach müssen die Bienen dafür auch nicht unbedingt gequält werden. Bienenfreundliche Imker beuten die Bienen auch nicht aus und geben ihnen einfach nur Sirup, also Zucker, als Ausgleich, weil sie den Bienen ja alles weggenommen haben. Sondern sie wählen erstmal Gitter, die die Bienen nicht verletzen und setzen sie auch nicht ununterbrochen ein, sodass die Bienen noch die Möglichkeit haben, genug Pollen zu sammeln für die Versorgung von ihrem Schwarmstock. Und Bienen sind ja auch wirklich sehr nützlich, gerade auch zum Befruchten von anderen Pflanzen. Also ich halte Blüten, Pollen, die von Bienen gesammelt werden, für sehr gesund, auch wenn sie nicht vegan sind. Und Bienen müssen dabei auch nicht unbedingt leiden. Wir sollten natürlich auf die Herstellung achten. Ähnlich denke ich auch über Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung, wo die Tiere nicht unbedingt leiden. Die Definition von vegan ist nicht eindeutig. Wenn das Erschlagen von Mücken oder das Verzehren von Blütenpollen, von Bienen oder von Wildkräutern auf den Käfer krabbeln oder von Algen auf den Schnecken herumkriechen oder das Tragen von Schurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung nicht vegan ist, dann bin ich nicht vegan. Ich nehme auch gar keine Medikamente oder Kosmetikprodukte oder Reinigungsmittel, denn da leiden auch oft Tiere direkt bei der Herstellung oder indirekt durch Tierversuche.